Was machst du da? Ich muss da andere Karten. Ich hasse. Ich drück. Nee, ich kann nicht F11 drücken, weil dann pausiere ich den Tracker. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Heute mal wieder mit dem Andi. Hallo Andi. Hallo und der Lytakorfrucht. Genau. Wir fahren GN1 und die Linie 134 auf Mühlbach. Und während ich hier mal den Andi reinlasse und den Bus einstelle, kann der Andi ja mal ein bisschen sabbeln. Du hast Glück. Ja? Ja, du nimmst einen Bus, der von selbst schildert. Ja. Wir haben eben festgestellt, ich hatte wohl doch irgendwie die falsche Taste gedrückt, weil es gab noch eine Richtung Saalestraße, nicht irgendwas mit Bräuch hatten wir ja, ne? Das heißt, deswegen ging das irgendwie nicht so ganz wahrscheinlich auch mit dem Fahrplan, beziehungsweise zumindest mit den Haltestellenansagen. Der Fahrplan ist wahrscheinlich wirklich abgeschmiert. Nee, er ging ja dann doch noch. Klar. Ja. Ihr wisst, was wir meinen. Ja, ich laber wieder Scheiße wie immer. So, Innenbeleuchtung ist an. Licht draußen kann man eigentlich auch mal anmachen. Ist ein bisschen neblig. So, gute Linie, Kursweg. Kursnummer. Warte mal, wenn ich jetzt hier irgendeinen Schwachsinn eingebe, ob der das, macht er das denn? Oder muss ich da wirklich die richtige eingeben? Okay, er macht's nicht. Aha. Dann muss ich da die richtige eingeben. Das wäre dann die 13404, würde ich mal sagen. Nee. Ist falsch. Na, wobei? Nein. Du fährst nicht, Ja, aber da steht die, Starthaltestelle. Schulzentrum ist richtig, von der Saalestraße aus. Hier steht nämlich erstmal die Starthaltestelle auf dem Display. Das ist richtig. Aha. Aha. Ich muss zugeben, ich habe dieses Gerät noch nie verstanden. So richtig. Arsana. Ach so, zum Arsana Schulzentrum. Arsana. Schulzentrum. Unser Motor läuft bereits. Klingt wie aus einem Fantasy-Film. Den Drecker machen wir mal wieder an. Die Hilfspfeile. Die Hilfspfeile können wir auch mal anmachen. Ja, Meister! Ja. Schöne Schlüsselkette. Ja, ich brauche noch Druckluft. Dann pumpe ich mal ein bisschen. Dumm-di-dumm. Herr Julian. Ja. Schöne Schlüsselkette da, oder? Ja. Mit der Wagennummer drin. Ach, ich kann mich hier so entspannt hinsetzen noch. Ja, noch. Und der Dinge verharren, die jetzt gleich kommen werden. Das ist das Schöne beim N1. Man braucht die Tür nicht zumachen. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Oh Mist. Danke. Ich hab vergessen, den Fahrscheinverkauf auszumachen. Lass ihn an. Egal. Riskier's. So, dann fahren wir mal los. Wir fahren ja keine anderthalb Stunden wie in Gouda. Ja. Wir fahren ja jetzt wirklich nur 18 Minuten. Hat der Andi tatsächlich anderthalb Stunden mit mir gedreht? Was den dazu geritten hat, das frage ich mich bis heute. Ja, ich kann nichts für die Länge dieser Route da, die da fährt. Da haben wir eine Busampel. Das ist gut, weil ich muss hier nämlich, glaube ich, die Wende machen. Ja, ich muss eine Wende. So. Komm, Leute, ihr habt grün, ihr könnt fahren. Ich nicht. Ich muss warten. Was ist eigentlich eine Lytakorfrucht? Keine Ahnung. Das ist wohl so ein Laden in Hamburg. Du kannst ja gerade noch mal vielleicht die Aussage mit dem letztmaligen Sound des C2 kommen. Ach so. Ja, wie ihr vielleicht schon am N2 vom Tram Düsseldorfer gemerkt habt, am Donnerstag, wenn ihr das Video auch gesehen haben solltet, der war lauter. Den musste ich in Magic sogar später noch runterregeln. Ich habe den Omsi-Sound gleich gelassen. Das Problem ist, was heißt Problem? Beim C2 ist das so, ich habe schon Morphys Sounds einfach nur mal rüber kopiert. Ich habe noch nicht das neue Soundpack. Nein, ich bin kein Beta-Tester. Ich habe einfach nur die Sounds rüber kopiert.
samt Einstellungen von Morphy und es ist realistisch, weil der C2, der OM470, ist extremst leise. Den hört man vom Fahrerplatz aus gar nicht mehr im Real Life. Und warum bewegt er sich denn jetzt hier nicht? So, jetzt. Und vom Gelenk hörst du den Motor vielleicht ein bisschen. Und dann hinten hörst du natürlich, aber der ist wirklich extrem leise, das stimmt schon so. Das muss so. Ist ja beim Gelenkbus ist ja anders als beim 12-Meter-Bus, weil hier ist der Motor locker 17 Meter vom Fahrer entfernt. Und ne, beim 12-Meter-Bus ist das eben... Ach, guck mal, ist gerade grün geworden. Aber wie soll ich da jetzt durchkommen? Uhrzeit. Uhrzeittrick. Ja, der Uhrzeittrick. Hilft hier nicht, weil hier kein Bus stecken geblieben ist. Ja, dann musst du wohl auf eine andere Kachel gehen. Muss ich wohl auf eine andere Kachel gehen. Dann musst du wohl auf eine andere Kachel gehen. Ach, Omsi. Wir lieben dich. Was machst du da? Ich muss eine andere Kachel... Ich hasse... Ich drück. Nee, ich kann nicht F11 drücken, weil dann pausiere ich den Tracker. Hallo! Silent Hill oder was? Ich brauche Hilfe. Warte mal. Ich folge mal dem Linienverlauf, dann komme ich schon irgendwann auf eine andere Kachel. So, jetzt rechts rum. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Silent Hill. Julian sucht gerade noch den Weg raus, ja? Jetzt muss ich auch rechts rum. Jetzt muss ich links rum. Jetzt muss ich. Jetzt fährt er hier eine. Er sagt mal hier, das ist doch, ist sich für mich verarscht. Ich sag ja Silent Hill. Ich komme hier nicht von der Kachel runter, weil die Kachel so groß ist. Geh mal da die Straße lang. Ja, mach ich gerade. Ach, da ist wieder mein Bus. Hallo. Warte mal, ich glaube, ich bin gerade im Kreis. So. Ich glaube, du kannst fahren. Da standen, glaube ich, keine Autos mehr. Oh, ich kann fahren. Fahr. Pass auf von rechts jetzt, Schwuff! Fahr schneller! Ehrlich. Ach, nee. Es ist heute wieder der Tag der Bleipech und Pannen, ich sag's ja. Ach nee, du. Wie viele Minuten habe ich jetzt gebraucht dafür? Zwei? Zwei. Also 2 Minuten locker Verspätung. Pass auf, du kommst wieder 2 Minuten zu früh an, wie ich dich kenne. Blöder Mikrofon. Dingsbums-Teil da. Das hängt mir im Weg. Das haben die nicht besonders gut konstruiert. Wenigstens ist dein Tracker richtig. Du brauchst nicht übers linke Auge fahren. Warte mal, ich mach mal gerade das rechte zu. Nein, lassen wir das. Ansagen gibt es keine, weil der Bus immer noch keine Ansagen wiedergeben kann. Also nur auf Hamburg. Auf Fremdkarten nicht. Das hat der Herr Darius noch nicht gefixt. Leider, leider, leider. Vielleicht fahre ich deswegen auch so wenig mit diesem Bus. Hallo. Ach ja, da steigen sie ja auch hinten ein hier. Bei der Karre. Wenn sie denn einsteigen. Sind sie schon. Sind schon hinten in die Tür rein und haben schon Hallo geschrien. Was ich mich nur frage, ja. Fährt auch noch eine andere Linie, scheinbar, oder? Ja. Ich glaube, da war rot, oder? Quatsch. Rot. Sicher? So weit gibt's nicht. Nee, weiß ich nicht. Der ist ja auch noch gefahren, habe ich mir gedacht, dann fahre ich auch noch. Aber wobei, auf die Omsi-KI kann ich nicht immer vertrauen. Außerdem, ja. Ja. Außerdem gibt's hier so viele... Du bleibst stehen. Gibt's hier so... Es sieht ein Golf und kriegt schon Panik. Das ja, ich habe hier den direkt in den Zeigefinger oben, du. Du hier, du bleibst stehen. Vorsicht, fahr ich an Ihnen nicht um. Hallo. Ich fahre noch gar nicht so schlecht, finde ich. Ich fahre zwar beschleunigt, aber so schlecht war ich gar nicht. Wäre ich an Ihnen und hätte da gestanden, ich hätte Angst gekriegt. Da kommt der Frosch durch. So, jetzt fahren wir über die Brücke. Da ist Wasser. Ding, da ist die Glocke wieder.
Bei uns hatten sie in den O405G, also noch die Vorgeneration von dem hier, hatten sie so einen richtig fiesen Haltewunschsummer eingebaut. Kennst du noch diese alten Haltewunschsummer, dieses Mäp? Die waren immer furchtbar. Die fand ich echt immer furchtbar. Und der ist bis letztes Jahr noch gefahren auf der Schulbuslinie, deswegen kenne ich den noch. 124, 134 geradeaus. Erste Ausfahrt. Immer noch, ja. Du musst eigentlich nur da zurückfahren, wo ich herkam. Ja, denkst du, das merke ich mir? Eieiei, du bist ein Busfahrer. Ja. Wir könnten ja theoretisch im Design X-Bus mal so einen Summer einbauen, den man kaum hört. Wo hatte ich einen Unfall? Gute Frage. Ich muss links, wa? Ja. Ich hatte keinen Unfall. Wahrscheinlich ist mir einer reingeraschelt beim um die Kachel hüpfen. Das weiß ich nicht. Das ich wäre ja für Bzzz. Ja? Bzzz. Für Bzzz? Bzzz. Was heißt denn Bzzz? Ja, Haltewunsch, Sommer. Bzzz. Also. So ein Handy vibrieren. Genau, alle Sitze vibrieren dann gleichzeitig, plus der Fahrersitz. Hallo. Ja, genau, natürlich. Es gäbe da jetzt Menschen. Lassen wir das. Ich hätte gerne einmal Schüler hätte gerne. Bitteschön. Zahlt sogar passend. Er guckt aber immer noch so wie ein Mini-Dämon irgendwie. Ja. So, wo ist denn die dritte Tür noch offen? Nee. Weißt du noch neulich Helga auf Winsenburg? Helga auf Winsenburg, die so richtig böse geguckt hat. Die Dämon-Helga. Ja, die Dämon-Helga, erinnere ich mich noch. Ich muss hier rennen. Ich habe einen Fahrgast mitgenommen. Ich habe einen Fußgänger mitgenommen. Ah, was machst du denn? 151? Nee, das ist falsch. Du musst 134, geradeaus da. Durch. Und dann links. Ja. Muss ich wieder Navi spielen? Ja. Du brauchst jetzt eine weibliche Stimme und dann musst du jetzt immer schön freundlich mit mir sein. Jetzt nee. Links abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Was? Hunsrad hat mal auf der Autobahn gesagt, wenn möglich, bitte wenden. Das hätte ich neulich, das sind wir glaube ich hier auch auf Mühlbach gefahren, wo du gerade ausfahren wolltest. Hätte ich machen sollen, hätte ich dich weiterfahren lassen sollen. Bei nächstmöglicher Gelegenheit bitte wenden. Ja, ich glaube, dann hätte ich dich gefressen. Boah, ich bin heute so fahrplansicher. Ich muss... Was machst du denn? Warum fährst du denn nicht? 134, da. Immer noch rechts, ja. Geradeaus muss ich. Nee, rechts, da nur steht geradeaus. 134 fahren wir. Oh. Ja? Hoppala! Mein Fehler. Ich sollte mich bei TomTom bewerben. Bei TomTom? Achso. Die nächsten Navis sprechen. Ich weiß noch, wie du rumgejammert hast, als du für eine Map Ansage gesprochen hast. Hast ja, im Video nein. gesagt, das ist mein böser Zwilling. Du möchtest ja. du wirklich Navis sprechen? Als Routenschreiber. Als Fahrtenschreiber. Als Fahrtenschreiber. Dann legt man dich oben in den Tacho ein und dann drehst du dich im Kreis da. Ich werde der Gerät. Der Gerät. So, dann fahren wir weiter. Trommel. Bin mal gespannt. Und einmal Rätselrum. Aber erstmal gucken, ob da einer kommt. Da kommt ein Bulli. Ne, da steht da parkt ein Bulli. Er hat's mal mitbekommen, dass er rechts fahren muss. Ja, es gibt auch nur eine Richtung. So doof bin ich jetzt dann auch wieder nicht. Weiß man nicht so genau. Ja. Nein, ich bin nicht doof. Guck mal, eine Kuh. Hup mal. Mö. Ich soll hupen? Hab ich. Musst aber aufpassen, dass er wegrennt. Links. Echt jetzt? Nein! Nein! Geradeaus. Betriebsfahrt, ja, da muss ich rein. Nein. Da muss ich rein. Ich wollte nur mal gucken, ob du diesmal auf mich hast. Ich guck lieber doppelt und dreifach nach. Die wusste ich sogar noch, weil da wollte ich erst reinfahren vorhin. Sag mal, wie soll man denn hier vernünftig an die Haltestelle ranfahren? Lass die Brücke bitte stehen. Guck mal, wie soll man denn vernünftig an die Haltestelle fahren, wenn da hier ein so ein Golf parkt?
Pass auf, dass der dir hinten nicht reinfährt. Nix da, macht der. Sonst gehe ich raus und sag dem, du. Das bezahlst du aber. Wie ist denn das jetzt? Ja. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei dem GN1 mit dem Gelenk? Funktioniert das hier einwandfrei? Ja, GN1 und GN2 waren ja nicht die Probleme. Also nur beim C2 rechts. Weil der falsch exportiert wurde. Sag mal! Ich hatte doch aber und frei und er und meh. Und meh, das war das Wort zum Sonntag. Wir haben übrigens heute Sonntag, deswegen sage ich das so. Du musst jetzt mal ein bisschen die Hupe malträtieren. Fahr! Was nee. Den Bus ganz. Was hat denn der da vorne auf dem Dashboard hängen? Was denn? Da unterm Lenkrad direkt oben. Das unterhalb der Maus. Das hier. Ja? Das ist ein Druckluft-Dings oder ein Drehzahl-Dings, weiß was auch immer. Ich bin mir gerade unsicher, ob waren es jetzt schon drei Unfälle oder einer? Einer. Das eine war nur ein Mensch. Ach so, ja, aber das andere, das da andere, da haben wir nichts. Weiß ich nicht. Da ich musst du dann nochmal schauen. Also irgendwie muss ja wo was gewesen sein. Ich habe ja bei dem einen Punkt, sagte ich ja, du hattest rot. Vielleicht ich bin zum Teil so fair, dass ich bei dir welche nicht zähle. Dann kannst du ja auch mal so nett sein. Nee. Okay, nee. Dann bin ich beim nächsten Mal auch wieder asozial. Ja, das hat dir heute ja auch nichts gebracht, hast du ja gesehen. Unfall hatte ich trotzdem keinen. Geradeaus. Warum steht da einmal Betriebsfahrt 134? Keine Ahnung. Erklär mir das jetzt. Keine Ahnung. Das ist ein Fehler. Sollen wir mal nett sein und nielen? Ja, komm, wir nielen mal. Oh, wie freundlich ich bin. Guten Tag. Hallo. Und die grüßen nicht mal. Einmal sie grüßen. Bitteschön. Mhm. Dumm die Dumm. Toben. Hä? Toben. Toben stand da. Toben, ja. Ja, du musst toben. Tob mal. Das war der von Grades. Ich weiß. Er lacht schon wieder. Oh! Es ist rot! Bremstest! Jetzt muss ich aber passen. Entweder musst du links oder geradeaus. Ich glaube links. Ich muss geradeaus oder geradeaus? Nee, du musst geradeaus. Wo fahr ich jetzt lang? Geradeaus oder geradeaus? Ja. Daneben in die Hauswand rein, da ist auch ein Pfeil. Aber ich habe gerade bei dem Unfall mein Lenkrad fast vom Tisch gezogen. Habe ich gerade gemerkt. Also, es macht nichts, das ist eh kein G27 insofern. Ach ja, hier, ne? Jetzt versuche ich gerade wieder vorbildmäßig zu fahren. Das ist wirklich ganz schön neblig heute. Die Haltestelle, jetzt muss ich hier langsam an die Haltestelle ran. So. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Schönen guten Tag. Nein, das passt nicht zu mir. Gut fahren. Bitteschön. Ja, der Andi, der ist auch schon ganz still geworden. Ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt sagen würde. Aber mein Fahrstil ist besser als wie deiner. Ich bin gerade eben abgestürzt bei deinem. Hä? Weil, wo du so um die Ecke rumgefahren bist. Ich wollte Schlimmeres verhindern, deswegen. Ja, aber wie du gefahren bist, oder? Kannst du das war nur erzählen. An der einen Ecke. Das war an der einen Ecke. Oh, guck mal, ich kann in die Flasche reinsprechen. Das klingt komisch. Ja, kannst ja mal die nächste Haltestelle durchsagen, weil ich bekomme nämlich keine Ansagen. Nächste Haltestelle. Ach, Hafen. Okay. Hafen. Merke ich mir. Fahren wir denn überhaupt am Hafen vorbei? 7110 an Leitstelle. Fahre ich am Hafen vorbei? Nein, Sie Idiot.
Leitstelle und freundlich ist der Hammer. Ey. Die schreien mich an hier, sagen nein, sie Idiot. Ich glaube. Hey, du Affe, du hast die Funke noch an. Leitstelle 7110 Ende. Ja, die 7110 ist nicht frei erfunden. Das ist meine Wagennummer, die habe ich mir gemerkt. Wie stehst du denn da? Ist ja hier 7110. Ja. Ich frag nochmal, wie stehst du denn da? Ja, wie stehe ich denn jetzt da? Mensch. Was denn? So, ich fahr doch. Man sich aber nicht hin. Das war nach einer Kurve. Sicher. Warum fährst du eigentlich mit einem Hochbahnbus auf Mühlbach? Ist neu angekauft worden. Für die Privatgesellschaft Mühlbach VG. Mühlbach VG? Das war frei erfunden. Ich habe Angst. Mann, oh Mann. Was denn, Mann, oh Mann? Ich bin langsam um die Kurve rum. Er beschwert sich, wie ich in die Kurven fahre. Das war langsam um die Kurve rum. Du kannst ja, nicht, wenn die Omsi-KI sich nicht beschwert, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Ja, Hase, ist gut. Jetzt schrullt er wieder rum. Ich muss mir unbedingt noch einen Julian Repaint überlegen. Nein. Doch. Du kannst mir einen J-Game Pictures Repaint machen. Nö, ich mach den Julian Repaint. Zum kleinen Bärchen. Boah. Einmal rechts rum. Ja, wir haben jetzt gerade sehr wenig zu erzählen, außer dass Andi mich ärgern möchte. Ich ärgere dich nicht, ich bin nur ehrlich. Du bist nicht ehrlich. Nein, wie gefällt dir denn diese Linie hier? Die ist sehr neblig. Ja, hier zwitschern auch gerade sehr viele Vögel. Also die Linie würde ich mehr so in die Standardlinie packen, ja. Du hast ja nicht wirklich so, du fährst viele Kurven, sagen wir es mal so, aber so richtig die Herausforderung fehlt mir so ein bisschen. So extrem enge Straßen zum Beispiel oder sowas. Ja gut, ne. Wie du dich mit dem Gelenkbooster durchkämpfen müsstest. Das wär's. Ja. So eine 102 auf Winsenburg zum Beispiel. So schnell umgebaut, nachdem ich die Gegenroute schon gefahren bin. Ja, ja, genau. Du weißt, dass ich beim nächsten Mal wieder ich Part 1 bin, ne? Hier, guck mal da rechts. Das ist der Eco-Express. Ja? Willst du mich doch nur ablenken, dass ich hier jetzt da einen Unfall baue? Kannst reingehen, kannst dich umrüsten lassen. Der war witzig. Da, 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 da. Guck mal, da läuft ein Mensch. Wow. Wow! Hä? Was steht da? Sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Jackpot. Wo war da jetzt eben einer? Ich habe keinen gebaut. Also entweder schwenkt das Gelenk hier auch aus oder... Ich habe keine Ahnung, weil ich habe keinen gebaut. Bleib stehen. Ja, du fährst immer so an den Seitenstraßen vorbei. Wahrscheinlich fahren die dann immer weiter und dir rein und du merkst es nicht. Boah, jetzt kämpft da gerade mit dem Berg. Ja, das könnte sein. Ja. Also man deswegen merkt... Deswegen bist du auch immer 3 Minuten zu früh da. Ja. Ja, man muss ja auch markieren hier, wer auf der Straße den Vorrang hat. Ich bin Linienbus. Ich habe immer generell Vorrang. Außerdem bin ich ein Benz, das heißt, ich habe doppelt Vorrang. Eine Fahrkarte bitte. Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Man sagt doch, Mercedes, Benz und Audi haben immer Vorfahrt. Eingebaute Vorfahrt. Sagt man sich hier bei uns in der kleinen Stadt so. Ich sag mal so, ich enthalte mich jetzt jeglicher Aussage dazu. Das ist nur ein Vorurteil, das ist jetzt keine Aussage über irgendwelche Menschen oder irgendwelche Autofahrer. Ich möchte jetzt auch hier keinen beleidigen, das ist einfach nur eine Scherzaussage. Nö. Doch. Das ist schon
Es ist schon was Wahres dran. Der hat gerade den Knickschutz gemobbt. Was denn? Wenn du noch näher an der Tanke vorbeifährst, dann kann ich mir noch einen Snickers abgreifen, ja? Kannst du jetzt mal eben, aber die Frage ist, ob ich auf dich warte, ist die andere. Ja, kannst ja mal schnell rennen. Nö. Hoppala, da habe ich wohl den Anni vergessen. Hoppala, Mist. Jetzt muss ich wohl alle... Nein. Ich finde... Julian hat heute irgendwas genommen. Man merkt schon den deutlichen Unterschied zwischen GN1 und GN2, was jetzt die Motorisierung angeht. Mhm. Weil der GN... Er ist GN, sehr träge. Ja, er ist wirklich träge. Also er kommt... Wirklich musst du Kickdown machen, um hier von der Haltestelle wegzukommen. Oder von der Ampel. Weil er ist wirklich träge. Was mir sehr gut an dieser Strecke gefällt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass nicht die Autos versuchen, von links vorbeizufahren und hier reinfahren, ja. Das finde ich wiederum sehr schön. Haben sie gut gemacht. Immer normal. Oh, Manni. Bitteschön, bitteschön. Gehen Sie durch, dankeschön. Vor Manni musst du Respekt haben. Mhm. Der wird gerne sauer. Wenn der sauer wird, da wird er von mir aus dem Bus gekugelt und gut ist. Da musst du ihn erstmal rauskriegen. Du musst ihn erstmal bewegt kriegen. Guck mal, da rechts steht ein hohes Haus. Daher kommt auch das Wort Hochhaus, ja. Andi erklärt die Welt. Die Welt so, hä? So, du musst links rum. Ich wollte es nur schon mal vorwegnehmen. Siehst du jetzt noch die Ampel? Du hast sogar recht. Mit links rum. Nee, du siehst die Ampel nicht mehr. Kann ich schon mal den Blinker setzen? Doppelblinker! Kann das sein, dass die Ampel ein bisschen weit vorne immer steht, so hier? Also wenn man... Ich stehe jetzt noch nicht mal genau am Strich. Vor dem Strich hier stehe ich ja noch und normalerweise müsste man die Ampel noch sehen können. Ja, ich stehe ein bisschen weit hinten. Wer jetzt, vorne, je nachdem wie man sieht. Wer jetzt da zweideutig denkt, der heißt Andi, aber sonst oder ja. Marcel. Ja, oder Marcel, ja. Mhm. So, jetzt ist grün, jetzt kannst du fahren. Nee, das ist mir zu unsicher. Der hat den Bus noch relativ voll, wo bei mir gar keiner drin saß. War das wegen der falschen Schilderung? Das kann sein. Aber am Anfang sind sie eigentlich eingestiegen. Wobei, wenn diese andere da auch lang geht, kann es natürlich damit zusammenhängen. Ich weiß aber nicht. Aber ich fahre, wenn ich keine Unfälle baue... Unfälle? Wenn ich keine Unfälle baue, dann fahre ich eigentlich ziemlich ruhig. Deswegen steigen die bei mir weniger aus. Bitte. Immer nochmal, bitte. Ja, bitteschön. Soll ich mal schreien? Nee, ich mach's nicht. Sonst stürzt es bei mir auch ab. Das um sie. Ist ja zum Glück bei dir nicht komplett krepiert, ne? Wenn du anfängst zu schreien, dann nehme ich Manni und Rollen zu dir vor. Und was das soll er dann machen? Gut überlegen. Der springt dich an und beißt dich ins Bein. Du hast ja gemerkt, irgendwie ging es dann trotzdem noch, aber trotzdem, man hat immer so das Gefühl... Ja, gleich ist es rum. Jetzt stürzt Omsi gleich komplett ab. Man fährt nicht wirklich sicher mehr, also... Ja, wir hatten das ja auch schon, dass dann mal so eine Fehlermeldung kam und da haben wir gesagt, ist ja kein Problem, alles gut. Und dann, paar Meter weiter, Standbild. Der Spaß bleibt da, also ein bisschen on the road, ja. On the road, wann kommt das eigentlich raus? Keine Ahnung. Ich denke mal, dies ja nicht mehr. Die Geschichte mit den Abstürzen und so, beziehungsweise der Fahrspaß an sich, was machen die denn? Die kommen hier schon hingelatscht, aber dann können sie wieder zurücklatschen. Ja. Ich habe so das Gefühl, da hat sich Omsi 2 so ein bisschen zu Omsi 1 zurückentwickelt, was das angeht. Ja, wobei Omsi 1 ja stabiler lief. Ja, muss man leider so sagen. Das wollte ich aber auch gerade ansprechen. Ich hoffe mal wirklich, dass das Update jetzt bald mal kommt. Es ist ja angekündigt worden und dass da wirklich dann noch so ein paar Sachen mit eingearbeitet wurden. Was weiß ich, Abstürze DirectX zum Beispiel, da steht noch einer.
oder auch Fahrscheinverkauf, dass das wirklich gefixt wird, weil auch gerade diese DirectX-Fehlermeldungen, die gehen mir persönlich extremst auf die Eier. Hm. Also ich finde das furchtbar. Du kannst fast kein OMSI mehr starten ohne diese Meldung. Ob du jetzt Fahrscheinverkauf anhast oder aus, die kommt ja gerne. Ja, in zwei Variationen. Einmal die normale und die chinesische. Ja, wobei die kann ich mir überhaupt nicht erklären. Die kann ich mir auch nicht erklären, ne. Das ist aber irgendwie immer nur ein Busauswahlmenü bei mir. Vielleicht hängt das auch mit einem installierten Bus zusammen. Ich weiß es nicht. Kann ja nicht. Wobei, wir haben ja vorher keine Probleme gemacht. Ich habe auch nicht, jetzt pass auf, jetzt versuche ich wieder einen Flachwitz zu machen. Ich habe auch nicht diesen Dennis Enviro installiert, ja. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Hongkong-Bus oder so. Ja. Dass das deswegen irgendwie kommen würde. Gut, der war jetzt extrem flach. Nee, an dem kann es aber auch nicht liegen. Was denn? Ich fahre um eine enge Kurve, da muss ich ausholen. Ich habe mir mehr Sorgen gerade um dein Lenkrad gemacht. Wir sind übrigens da. Das hat so einen lauten Motor. Das ist schon richtig so. Mhm. Ja, hier steht noch ein ganz alter Bus. Den hat das Deutsche Museum hier abgestellt. Insofern, wir fahren noch einmal kurz um die Kurve rum. Und parken dann schön ein. Oder halbwegs schön. Und kommt drauf an, wie weit du jetzt noch geradeaus fährst, dann ist es schön. So. Das ist lustig, hier steht Entry. Ja. Warum steht hier Entry und woanders hat er stehen Enterrense? Keine Ahnung. 5 Minuten 18 auf jeden Fall. Da hat der schon wieder umgeschildert hier. Verspätung? Nee. Ja, 5 Minuten 10 Verspätung, nicht Verfrühung. Das hätte mich auch stark gewundert. Da geben wir uns heute aber wirklich nicht viel, oder? Nee, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das am Anfang war. Riss mal die Karre noch eben ab hier. Kann ich gar nicht. Machen wir mal so. Nein. Ne? 0, 0, 0. Machen wir es so. Wenn es jetzt klappt. Ja. So, das aus und das aus. Ich sagte das aus. So. Den Schlüssel weg. Und ausgestiegen. Und dann sind wir dann fertig für heute. Ich würde sagen, guckt beim Andi vorbei. Es lohnt sich. Da ist dann auch wieder tierisch Pleiten, Pech und Pannen. Aber viel mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr nächstes Mal wieder dabei sein. Wie gesagt, guckt beim Andi vorbei. Andi, hast du noch was? Ja, ich guck mal, vielleicht schalte ich bei dir demnächst auch wieder ein. Ja, kann ja sein, ne? Vielleicht, eventuell. Ja, gucken wir mal. Ich sag, auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö mit Ö.